Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecile hier. Heute geht es um dieses schöne Produkt hier, das Veressenste Liquid Ink Eyeliner. Und ich muss echt sagen, das ist der beste Eyeliner auf dem kompletten Markt. Und das Schöne dabei ist, der kostet nicht mal viel Geld. Das ist einfach ein Drogerieprodukt von Essence und der macht so einen guten Job. Ich kenne sogar eine Person, die Make-up-Artist ist. Und die tatsächlich selber als Make-up-Artist dieses Produkt verwendet. So gut ist dieses Produkt. Und nein, ich werde nicht von Essence oder so gesponsert. Das ist einfach meine Überzeugung. Ich benutze es jetzt schon ein halbes Jahr. Ich bin ja umgestiegen von Gel-Eyeliner auf Liquid-Eyeliner und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ihr seht ja hier das Ergebnis. Sieht einfach richtig, richtig supi aus. Aber wenn du es mit einem Gel-Eyeliner gemacht hast, der ist verschmiert oder war nicht präzise genug und es ist so verlaufen, sah so ein bisschen Gothic-mäßig aus. Also, in meinen ganz alten Videos, da habe ich halt noch diesen Gel-Eyeliner benutzt und ich war nie zufrieden mit dem Ergebnis. Ich dachte mir immer so, okay, kann man so gerade noch so tolerieren, aber richtig schön fand ich mich damit nie. Hiermit hat sich alles geändert. Präzise, professionell und wirklich so ein gutes Endergebnis. Ich muss immer aufpassen, ist mir schon bei meinen Schminkvideos aufgefallen. Jetzt habe ich mal in das Mikro kommen, deswegen. Ich finde das Ergebnis echt wunderschön. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das auftrage, dann guckt am besten mal in meiner Beauty-Playlist. Schmink, Make-up, Mädchen-Content. Erstmal hier in der Stelle Eigenwerbung machen. Und schaut euch das Eyeliner-Video an. Denn da verwende ich natürlich auch diesen Eyeliner und nicht diesen blöden Gel-Eyeliner. Kann ich wirklich nur empfehlen. Gleich noch eine Backstory zu dem Eyeliner, aber jetzt erstmal. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie das Ganze aussieht. Und ich habe den schon ein halbes Jahr, habe ich ja gesagt. Und er ist immer noch nicht leer. Und ich benutze das 6 Tage die Woche. Es gibt einen Tag in der Woche, wo ich mich nicht schminke. Das ist so Beauty Day, da mache ich dann Gesichtsmaske und ja, Nagelpflege halt. Da lasse ich es mir halt gut gehen. Aber ja. Sonst ist er eigentlich 6 Tage die Woche im Einsatz. By the way, für die, die das interessiert, ist meistens immer der Montag. Ganz selten auch der Sonntag. Der Beauty-Tag. Wie ihr hier sehen könnt, handelt es sich bei diesen Eyeliner um ein sehr präzises Tool. Guckt euch mal die Spitze an. Klar kannst du hiermit auch verkacken. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie man den richtig benutzt, schaut mein Tutorial dazu an. Aber wenn du so anfängst, dann verschmiert das natürlich auch. Aber wenn du richtig präzise mit der Spitze arbeitest, dann kann das nicht verschmieren. Und so ein Gel-Eyeliner, der ist nicht so spitz, ist eher so wie so ein Kuli. Und ihr seht ja, so eine Kuli-Mine ist dick. Bedeutet, du kannst nie so präzise arbeiten und auch keine schönen Wings machen. Für die, die nicht wissen, was Wing ist, das hier ist ein Wing. Ja, also wunderbares Tool. Und er hält immer noch. Ich habe sogar noch einen dafür in der Handtasche und noch 3 weitere. Ich dachte, die gehen viel schneller leer. Und naja, habe ich halt so ein richtig krasses Package bestellt, wo ganz viele davon drin waren. Und jetzt liegen sie herum. Hey, habe ich wahrscheinlich 2 Jahre jetzt Eyeliner. Ist doch supi. So, jetzt die kurze Backstory. Weil hier steht ja Liquid Ink Waterproof. Und das kriegt den Zitiert-Stempel. Der ist wirklich waterproof. Ich war ja irgendwann mal in Bremen. Da hatte ich ja so einen Gutachtertermin. Wegen der Gerichtsgeschichte heute. Und naja. Dann war ich halt in Bremen unterwegs. Alles supi. Dann kam ich von dem Gutachtertermin wieder zurück. Und bin rausgegangen und es war so hart am Regnen. Es war so hart am Regnen. Ich hatte natürlich hier wieder so eine wunderschöne Lederjacke.
Ihr wisst, ich stehe voll drauf. Und so leben mit diesen wunderschönen Jacken. Die haben keine Kapuze. Bedeutet, ich war geliefert. Ich hatte auch keinen Regenschirm. Ich dachte, es wäre ein wunderschöner Tag. Weil erst strahlt auch so die Sonne und dann, wo ich von den Gutachtertermin wieder zurückkam, alles komplett das Gegenteil. Als würde die Welt untergehen. So hart am Gießen. Und tatsächlich mein Make-up und so ist auch verlaufen, hatte ich noch nicht ein Fixing Spray. Heutzutage gehe ich nur raus mit Fixing Spray, damit das eben mal nicht passiert. Aber ich kann euch eins sagen, ihr kennt das bestimmt von Filmen, wenn dann vier Mädchen am Weinen sind, dass dann hier alles verläuft. Kajal, Eyeliner, alles verläuft, wenn ihr weint. Eins kann ich euch garantieren, der hier, der verläuft nicht. Oh mein Gott, ich war in diesem mega krassen Regenschauer. Make-up, alles dahin, alles umsonst. Aber der Eyeliner, der blieb bombenfest. Und ich habe tatsächlich dann, wo ich wieder in den Zug gestiegen bin, so im Spiegel geschaut und dachte mir so, krass, der sitzt noch, weil der war wirklich nass. Das allerdings ist auch ein bisschen blöd beim Abschminken, muss ich sagen, denn ich benutze dann natürlich immer so mein Bambuspad, versuche das dann abzumachen und das ist so hartnäckig, es geht so schwer ab. Waterproof ist auf jeden Fall Fakt. Sehr schwer abzumachen, es hält den ganzen Tag und ja, einfach nur ein wunderbares Produkt. Gutes Ergebnis, präzise Bürste, lange Haltbarkeit, ultra gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und er geht nicht weg und hält den ganzen Tag. Du kannst nichts, aber wirklich nichts an diesem Produkt kritisieren. Girls, schmeißt jetzt euren Eyeliner weg und holt euch den hier. For real, damit kannst du nichts falsch machen. Dieses Produkt kriegt von mir 11 von 10 Punkten. Bei mir gibt es auch die 11 von 10, wenn alles zu perfekt ist. Und dieser Eyeliner ist viel zu perfekt. Ich würde, also ich habe ja wirklich ein großes Interesse auch an Beauty-Produkten. Aber ich werde mir niemals, und wirklich niemals, einen anderen Eyeliner holen. Weil das Ergebnis niemals so gut sein kann wie mit dem hier. Gut, Leute. Das war mein Review zu der Essence Liquid Ink Eyeliner Waterproof. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt hier mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen Eyeliner ihr verwendet. Und ob ihr auch diesen Eyeliner kennt und wie eure Erfahrungen damit sind. Würde mich mal interessieren. Okay. Girls and maybe boys. Ich weiß nicht, warum man sich als Boy ein Eyeliner-Video anschauen sollte, aber hey. Gut. Ich wünsche euch was. Dann mal, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!